Wenn man sich den Kurzverlauf der US-Indizes anschaut, dann hatte der vorwiegend eine Ursache, nämlich die Auffassung der Märkte, dass das Tapering später kommt, vielleicht gar nicht kommt, aber zumindest später kommt, angefangen mit den Aussagen von Robert Kaplan letzten Freitag, dann die Verschiebung von Jackson Hole, schlechte Konjunkturdaten, all das war die Mischung, die die Rallye an der Wall Street ermöglicht hat, weil man sich sagte, ja, dann wird die Liquiditätsversorgung länger bleiben, also ist doch alles schick. Heute kommt aber ein bisschen Nervosität rein. Wir sehen plötzlich deutlich stärkere Handelsvolumina. Wir sehen schnellere Kursbewegungen. Da ist ein bisschen Action wieder. Und das liegt auch daran, dass der Druck auf Powell jetzt steigt vor seiner morgigen Jackson Hole-Rede. Und zwar, er steigt aus der FED heraus. Es sind FED-Mitglieder, die sagen, du, wir müssen jetzt anfangen. Und da ist also nicht zufälligerweise wahrscheinlich direkt einen Tag vor der Rede von Powell drei hawkische Mitglieder, die sich gemeldet haben und gesagt haben, also das muss jetzt mal losgehen. Schauen wir uns die Dinge mal an. Das begann und hat die Märkte ein bisschen nervös gemacht mit James Bullard, der auf CNBC gesagt hat, ja, die Inflation, die ist deutlich höher, als wir erwartet hatten. Und jetzt kommt alles darauf an, ob die sich abschwächt in 2022. Da bin ich aber ein bisschen skeptisch. Und wir sollten jetzt mit dem Tapern beginnen und sollten, und das ist erstaunlich, wir sollten Ende des ersten Quartals mit dem Tapering fertig sein. Das heißt, Ende des ersten Quartals gäbe es dann keine Anleihekäufe mehr. Also auch keine Liquiditätszufuhr mehr für die Märkte. Das würde bedeuten, da man damit rechnen kann, dass das Ganze ungefähr 6 Monate dauert, ja, dass man jetzt schon wahrscheinlich im nächsten Monat anfangen müsste. Also hier zunächst mal wieder sehr hawkische Aussagen von James Bullard. Das ist man von ihm ja durchaus gewohnt. Aber er war nicht alleine. Er hat zunächst noch gesagt, ja, wir sollten jetzt sozusagen uns einigen auf einen Taper-Plan, wie wir das Ganze machen. Und die Rede von Powell, so Bullard, dürfte da gute Anhaltspunkte dafür geben. Also hier klarer Druck auf Powell. Du musst jetzt morgen schon was bringen. Du musst etwas sagen. Und Druck auch etwa von Esther George, die wo kommt sie her? Jetzt habe ich es vergessen. Aus Kansas, genau, da kommt sie her. Von der Kansas Fed, die gesagt hat, jetzt ist die Zeit mit dem Tapering zu beginnen. Wir sollten dieses Jahr anfangen und wir sehen gute Argumente, dass das Tapering schneller laufen sollte als das letzte Mal. Also auch hier Esther George deutlich und klar positioniert und schauen wir uns mal an, wo die stehen. Hier so eine Tabelle, die ich sehr hilfreich finde, zwischen extrem dovish, also Leute, die am besten die ultralaxe Geldpolitik in die Ewigkeit fortsetzen wollen, zum Beispiel Neil Kashkari, Brainard, Evans und auch Powell selbst. Und auf der hawkischen Seite, wenn Sie da weiter runter gucken, Bullard, Kaplan, Waller, Harker, Bostich, George. Also die ist schon eher im hawkischen Lager, aber jetzt nicht so super hawkisch, wie eben zum Beispiel ein James Bullard sich zuletzt geäußert hat. Aber dann der dritte, der aufgetreten ist aus der Riege der Hawks, das war Kaplan nochmal. Und der sagt ja, September wäre eine gute Zeit, um oder das September-Meeting der FED wäre eine gute Zeit, um das Tapering jetzt dann klar zu machen, einen Taper-Plan zu präsentieren und dann im Oktober oder kurz danach, November, zu beginnen. Also auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und er kriegt Schützenhilfe von Menschen außerhalb der FED, die gleichwohl ein gewichtiges Wort an den Finanzmärkten mitreden, so wie Rick Rieder, der sagt, die FED hätte schon länger begonnen haben müssen mit dem Tapering, hätte schon längst beginnen müssen mit dem Tapering. Es ist time to go, the liquidity is too big. Und er zählte dann auf in diesem Interview auch bei CNBC, was da an Geld auf die Märkte geschwemmt wird, Anleiheemissionen etc. etc. Das ist einfach zu viel, das ist nicht mehr zu verkraften. Wir sehen ja, dass die Reverse Repos, also diese Gegengeschäfte, Banken, Geldmarktfonds hinterlegen Cash bei der Fed und bekommen dafür Staatsanleihen, dass die wieder neue Rekorde erreicht haben. Über 1,1 Billionen war gestern der absolute Höchstwert gestern. Eigentlich klang das ja alles bis heute Vormittag noch so, auch in Medienberichten, hier zum Beispiel von Reuters, ja, Powell wird wahrscheinlich nicht viel sagen. Der wird keine großen Hinweise geben, wann das Tapering beginnt, aber wie gesagt, jetzt ist der Druck da durch die FED-Mitglieder, Kaplan, Esther George und eben James Bullard, dass da etwas passieren muss.
Und man kann sich vorstellen, dass die das jetzt nicht aus der hohlen Hand sagen, weil das ihre subjektive Meinung ist, sondern da wird man sich schon ein bisschen abgestimmt haben, wird schon wissen, wie so ein bisschen die Stimmung innerhalb der Fed ist. Und auch Powell kann eben diese Stimmung nicht ignorieren. Aber kommen wir mal zu den Konsequenzen dieser ultralaxen Geldpolitik. Da gab es ja kürzlich eine Harvard-Studie, die gezeigt hat, dass die Ungleichheiten, die ungleiche Verteilung von Vermögen sich deutlich verstärkt durch diese ultralaxe Geldpolitik. Die Menschen mit geringem Einkommen werden immer verschuldeter, während diejenigen, die Assets besitzen, wie Aktien, Immobilien, immer reicher werden, das dann in Debt Funds packen, also in Fonds packen, in Schulden online, wenn man so will, packen. Und all das würde verhindern oder würde schmälern eben Innovation und Wohlstand, also letztendlich kontraproduktiv. Und so richtig habe ich nicht verstanden eigentlich bisher, warum es für die Wirtschaft gut sein soll, dass die Fed zum Beispiel Staatsanleihen kauft oder auch Mortgage-Backed Securities. Ja, ich weiß, man will den Zins drücken. Aber der Zins ist ja sowieso nicht allzu hoch. Niemand wird jetzt keinen Kredit aufnehmen, weil der Zinssatz, der Leitzinssatz bei 1,5 oder 2% ist. Das macht doch den Unterschied nicht aus, sondern dass die Investition muss sich lohnen. Wenn ich einen Kredit nehme, dann muss ich etwas machen, was irgendwie Hand und Fuß hat. Und offenkundig ist es nicht die fehlende Nachfrage nach Krediten oder nicht der Preis der Kredite, der die Leute daran hindert, sondern schlichtweg die fehlende Nachfrage, weil es einfach zu wenig Bedarf gibt nach Krediten, der letztendlich dann dafür sorgt, dass wir ein minimales Wirtschaftswachstum haben. Okay, jetzt haben wir natürlich, wir haben heute die Zahlen des BIPs bekommen, natürlich in den USA zum Beispiel über 6% Wachstum. Das war die zweite Veröffentlichung aus dem zweiten Quartal. Aber wie geht es weiter? Natürlich die Vorjahresvergleiche, die sind relativ easy, Basiseffekt. Aber jetzt wird es eben schwieriger, wenn erstmal Helikoptergeld und diese ganzen Stimuli jetzt auch durch den Staat vorbei sind. Was passiert, wenn die Fed tapert, beziehungsweise wenn sie ihre Geldpolitik ausweitet durch Quantitative Easing, also durch den Kauf von Staatsanleihen? Das Interessante ist, dass wir sehen hier die Zeit, weil man Quantitative Easing betreibt, hier auf der linken Seite, das graue rechts ist der Tapering. Wir sehen, dass wenn die Fed Quantitative Easing betreibt, die Anleiherenditen nach oben gehen. Eigentlich erstaunlich. Denn normalerweise müsste man ja denken, okay, da ist ein großer Nachfrager, der eben dann diese Anleihen, die auf den Markt kommen, kauft. Das müsste normalerweise die Renditen drücken. Aber es ist erfahrungsgemäß so, dass das Gegenteil passiert. Die Renditen gehen nach oben und beim Tapering gehen die Renditen nach unten. Warum ist das so? Wenn also die Fed die Anleihekäufe reduziert, ist zwar weniger Nachfrage durch einen großen Wall nach diesen Anleihen da, aber es ist eben auch so, dass dann die Risikobereitschaft der Märkte abnimmt, sodass mehr Geld wiederum in Anleihen fließt. Das ist vielleicht der Mechanismus, der ein bisschen erklärt, was da passiert. Und wir haben jetzt immer noch die Situation, James Bullard hat das gesagt, die Inflation ist viel höher, als wir dachten. Und es könnte sein, dass sie 2022 auch höher bleibt, als wir eigentlich erwartet haben. Wir haben nach wie vor extrem hohe Transportpreise. Wir haben gesehen, dass ein Container jetzt von Asien nach Europa das Zehnfache kostet von dem, was er im Mai 2020 gekostet hat, von Shanghai nach Los Angeles immerhin das Sechsfache, und es sieht nicht danach aus, als würde das abebben. Es sieht nicht danach aus, als würden die Lieferzeiten und die Lieferkettenprobleme abebben. Hier sehen wir mal, dass die Störung der Lieferketten nach wie vor sich null erholt hat. Da gibt es keine wirkliche Erleichterung. All das bedeutet, dass Preise hoch bleiben, dass Lieferschwierigkeiten da sind, dass Nachfrage nicht bedient werden kann. Wenn Nachfrage da ist, aber zu wenig Angebot, weil es nicht geliefert wird, dann steigen die Preise. Genau das ist der Punkt. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo eigentlich die Nervosität, die Volatilität ansteigen müsste. Wir sehen August, September, Oktober, da sehen wir historisch gesehen beim VIX eine Steigerung, also bei der Volatilität, wenn man so will. Und das ist bisher ja nicht der Fall gewesen. Gestern minimale Volumina, kaum wirklich Bewegungen an den Märkten. Also das war echt so eine Art hirnfreier Handel, der da stattgefunden hat. Und das war also geringste Volumina, und geringe Volumina sind immer gut für die Märkte, wie hier eine Untersuchung von Bespoke zeigt. Die haben das mal aufgeschlüsselt, und zwar für
die letzten 10 Jahre, was hätte man erreicht, was hätte man gewonnen, wenn man etwa $100 an einem Tag in den S&P 500 ETF, den Spider, investiert hätte, hätte man bei hohem Volumen, hätte man aus diesen $100, wenn also an einem Tag hohes Volumen da ist, hohes Handelsvolumen da ist, hätte man aus diesen $100 $13,60 Dollar gemacht. Was bedeutet das? Hohes Volumen heißt immer, da ist etwas im Argen, viele bewegen sich, da ist der menschliche Fluchtreflex offenkundig der Fall. Meistens, wenn die Volumina hoch sind, gehen die Kurse nach unten. Nicht immer, aber meistens. Dagegen, wenn kaum Volumen am Markt ist, hätte man aus diesen $100 in den letzten 10 Jahren $2,628 gemacht. So ein Tag wie gestern, wo praktisch kaum Volumen da ist, wo keiner das Gefühl hat, ich muss mich bewegen, ich muss was tun, ist doch alles schick. Also wir sehen, geringes Volumen heißt meistens steigende Kurse, hohes Volumen heißt meist fallende Kurse, finde ich ein sehr schönes Beispiel hier. Und wir hatten heute, wie gesagt, so ein bisschen Nervosität. Nicht nur wegen James Ballard und den beiden anderen FED-Mitgliedern, sondern eben auch durch diese Explosionen, zwei wohl an der Zahl, am Flughafen von Kabul. Die Geheimdienste hatten ja gewarnt, offenkundig ist es der IS, also Islamischer Staat, der diese Anschläge verübt hat, bei denen auch Amerikaner im Mindesten verletzt worden sind, auch offenkundig Taliban verletzt worden sind, was dafür spricht, dass es nicht die Taliban selbst waren. Also das hat die Märkte auch zunächst mal so ein bisschen geschüttelt. Was bedeutet das? Was könnte das heißen? Dann hat man sich wieder ein bisschen beruhigt. Aber wir sehen ganz klar, dass das natürlich jetzt eine Geschichte ist, die nochmal ein bisschen Nervosität erzeugt. Und man hat uns ja in Sachen Nervosität auch gesagt, eigentlich letztes Wochenende müsste in den USA der Hochpunkt von Corona, dieser Delta-Variante, erstmal überschritten sein, aber siehe da, dem ist nicht so. Wir haben einen neuen Höchststand jetzt der Fälle in den USA gestern gesehen. Höchster Stand seit 29. Januar mit 152.000, auch 920 Todesfälle. Höchster Stand seit Ende März. Und wir sehen, dass erstmals jetzt seit Januar auch die Hospitalisierungen wieder über der Marke von 100.000 liegen. Also diese Auffassung, dass Corona, das Delta jetzt wieder runterkippt, auch in den USA, und das ist für die Märkte ja sehr relevant, die scheint sich nicht zu bestätigen. Also, das ist das Bild der Lage. Der Druck auf Powell ist heute gewachsen, gar keine Frage. Das macht die Märkte so ein bisschen nervöser zumindest. Gestern ja diese extreme Selbstsicherheit, jetzt ein bisschen mehr Nervosität, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Spannung drin. Sehr schwierige Mission, die Jerome Powell da morgen hat um 16 Uhr. Wir werden sehen, wie er sie bewältigt. Jetzt sage ich erstmal Servus und ciao.